Hallöle, mal wieder ein fruchtiges Willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild. Wir befinden uns ja hier kurz vor dem Irrschloss des Nordens. Und beim letzten Mal habe ich ja hier ein Skelettpferd gefunden. Da konnten wir auch drauf reiten. Richtig, richtig cool. Finde ich richtig nice gemacht. Leider wollte ich das Pferd ja registrieren. Und ein paar Meter vorm Stall ist es einfach mal Tag geworden. Und dieses Pferd ist einfach gestorben. Es hat mich richtig, richtig traurig gemacht und ein bisschen wütend. Warum macht man sowas? Das war richtig ärgerlich. Aber naja, jetzt geht's wieder weiter. Finde ich cool. Vielleicht gibt es da noch weitere Pferde. Irgendwelche besonderen. Jetzt kommt auf jeden Fall mal erstmal das Irrschloss und ich nehme einfach mal Epona mit. Wer auf diesen Klippen weilt, bekommt eine Prüfung zugeteilt. Cool. Wer das Labyrinth durchquert, dem wird Glück und Segen gewährt. Also ein Abzeichen der Bewährung. Das war's dann wahrscheinlich auch. Und ein paar Schätze wahrscheinlich. So. Ich weiß nicht, ob ich darüber klettern kann. Das lassen wir erstmal. Da ist der Schrein. So. Ich weiß nicht, ob das mit Epona jetzt so eine gute Idee ist. Das ist, glaube ich, mehr umständlich als alles andere. Ich lasse Epona einfach mal stehen. Ich glaube, mit Laufen geht das Ganze schneller. Das ist natürlich jetzt schon ein bisschen trickiger als das ganz normale Irrschloss. Also das im Süden. Das ist, glaube ich, einfacher im Süden. Vor allem hier alle Schätze zu finden. Das wird halt das Schwierigere. Hier ist nichts. Ich hoffe, ich muss nicht noch irgendwo hochklettern. Ich möchte da nicht hochklettern, habe ich doch gerade gesagt. Der Junge hört echt manchmal nicht zu. Hier sind überall Sackgassen. Das ist halt echt schlimm. Aber ich weiß ja nicht, ob in den Sackgassen irgendwo Schätze versteckt sind oder nicht. Deswegen gucke ich jetzt erstmal überall. Gerade hier in den Spitzen, da kann ich mir das super gut vorstellen. Leuchtsteine. Liegt einfach ein Leuchtstein rum. Naja, 70 Rubine. Ansonsten ist hier nichts, ne, toll. So, jetzt müssen wir gucken, wie wir denn hier weiterkommen. Wir können hier hinten lang laufen, das ist ganz cool. Dann geht's hier lang. Aber das wird so eine lange Suche hier. Boah, das ist so, wir können jetzt hier in so viele Sackgassen gehen. Und wenn ich jetzt hier überall gucke, ob da ein Schatz drin ist, dann sitzen wir hier morgen noch, habe ich das Gefühl. Da geht nämlich eine Treppe hoch. Ich gucke jetzt hier nochmal schnell. Da ist nichts. Das ist einfach nur ein Schatten, ne? Ja. Das sieht doch schon mal sehr nach richtigem Weg aus. Und das hier sieht auch nach irgendwie einem besonderen Weg aus. Da ist ein Schatz. 5 Eispfeile. Jo, kann ich gebrauchen. Habe ich, glaube ich, gar keine mehr. Dann jetzt könnten wir hier lang laufen. Sieht so nach Falle aus. Hier ist nichts. Und hier ist hauchunglaubliches Nichts. Hä? Ist das eine... Keine magnetische Tür. Was ist denn das hier? Kommt man hier irgendwo lang? Das ist einfach nur eine Verarschung. Ich glaube, das ist nur eine Verarschung. Hä? Kann ich das freisprengen? Oder öffnet sich da später vielleicht ein Weg? Eine Abkürzung? Das kann gut sein. Weil erstmal ist es jetzt hier irgendwie nur... Ja, keine Ahnung. Verarschung. So, wir müssen irgendwo da drüben hin. Ich suche jetzt hier nicht alles durch. Das dauert 3 Jahre, bis wir da durch sind. Ob das jetzt so schlau ist, hier einfach kreuz und quer zu laufen, weiß ich auch nicht. Weil ich jetzt schon wieder am Anfang bin, glaube ich.
Nee, doch. Nee, ich bin auf der anderen Seite, ne? Da ist Epona. Doch, da ist der Anfang. Na toll. Ich bin irgendwo wieder am Anfang gelandet. Das ist nicht so toll. Da möchte ich nicht durch. Bin ich denn gerade hergekommen? Hier, ne? Genau, hier. Das heißt, ich müsste jetzt hier irgendwo lang am besten. Hilfe! Mami! Ich hab mich verlaufen. So. Ich weiß schon ungefähr, wo ich lang muss. Also wo ich hin muss, auf jeden Fall. Da müsste ich jetzt gleich auch hinkommen. Hier gibt es Gegner. Hier gibt es ganz viele Items und so. Das sind ganz viele Gegner. Uah, da stehen ja noch mehrere. Hier liegen ganz viele Waffen und so rum. Ganz viele Schilde und so. Meteorstab liegt hier einfach mal rum. Wie nice ist das denn? Und 5000 Pfeile. Was ist das für ein Schild? Ein Hasenschild. Ach, wie cool. Das habe ich ja noch nie gesehen. Das hat ganze 3 Verteidigung. Das ist jämmerlich. Bin mir nicht sicher, aber ich habe die Vermutung, dass es da weitergeht. Oh, hier ist noch. Uah, wo kommst du denn auf einmal her? Was willst du von mir? Kann ich nicht mal hier in Ruhe looten? So, das Schild kennen wir auch. Ach, wie cool. Da bin ich mir auch immer noch nicht sicher, ob das sein könnte, dass hier ein Krog versteckt ist, dass man das aber anzünden muss. Das können wir mal ausprobieren. Und zwar mit einem Feuerschwert, glaube ich. Nö, natürlich ist da kein Krog. Hätte ja sein können. Aber hier in so einem Labyrinthen-Krog verstecken, das ist auch mega mies, würde ich sagen. So, wir müssen, glaube ich, echt da lang, wo die Echsen sind. Da sind noch so viele. Ich möchte diesen Meteorstab mitnehmen. Habe ich noch Platz? Nein. So, das ist das Masterschwert mal wieder. Ach, wir kämpfen jetzt mit dem komischen Sunshin-Langschwert. Wo kommt ihr denn alle her? Was ist denn hier? Ganze Partyversammlung. Was haben wir denn noch für Waffen? Habe ich irgendeine Waffe, die ich nicht unbedingt brauche? Wir haben dieses Königsschwert, ne? Das ist so gut. Ah. Ich stelle mich gerade schon wieder richtig doof an. Weit spucken die auch noch. Was ist denn das für eine Scheiße? Ah, jetzt habe ich irgendwas ganz Gutes gefressen. Das wollte ich gar nicht. Und ich fress gerade irgendwas. So, weg mit dir. Ah, kein Bock mehr gerade. Was ist das für ein Schild? Ein ganz normales Extra-Schild. Das habe ich noch nicht. Das ist ja lustig. Hauptsache, wir haben die stärkeren Varianten von irgendwelchen Sachen, aber noch nicht die ganz normalen. Das finde ich immer ganz lustig. Ich weiß gar nicht, muss ich jetzt hier bis zum Anfang zurück? Oder komme ich da einfach nur wieder am Start raus? Oder muss ich da jetzt echt zu der letzten Echse hin? Ich glaube, zu der letzten Echse, das wäre, glaube ich, schlauer. Aber erstmal sollte ich mich natürlich heilen. Und ich habe natürlich unseren Angriffsbonus erstmal schön überfressen mit irgendwas anderem. Ich habe so keinen Bock gerade gehabt da. Wir müssen unbedingt was zu essen machen. Mal wieder. Es ist so schlimm in diesem Spiel. So, ist mir jetzt egal. Jetzt habe ich Kälteschutz.
könnte ich rein theoretisch auch die Rüstung ein bisschen wechseln. Jetzt habe ich mich schon wieder verlaufen. Ach nö. Es ist echt schlimm gerade. Hier ist nichts. Da oben ist auf jeden Fall ein Schatz. Den will ich mir holen. So. Das ist, glaube ich, nur ein ganz normaler Exalbogen. Ein Mushin-Großschwert. Na toll. Dafür habe ich natürlich keinen Platz. Und ein Stahl-Exalbogen. Habe ich auch keinen Platz für. Könnt ihr gerne behalten. Ist mir total Wumpe. Nein, wir müssen natürlich doch weiter. Ich hätte es gedacht, dass wir hier reinkommen. Aber anscheinend... Doch. Das ist fies. Das ist echt mega fies. Da oben können wir rein. Es sieht von der Karte her so aus, als wenn man da rein kann. Aber hier ist kein Weg. Und dann... Oh, das ist ja mega fies. Das ist richtig fies. Und hier liegt einfach nur ein Ritterbogen. Das ist doch jetzt Verarschung, oder? Sagt mir nicht, ich konnte da hinten irgendwo hochklettern. Ach nö. Das heißt, ich muss jetzt echt irgendwo drauf achten, dass ich hier überall hochklettern kann. Ach nö, ach nö, ach nö. Das ist doch ein bisschen sehr bescheuert. Da ist nochmal ein Leuchtstein. Jetzt habe ich nur die Frage, wo komme ich jetzt weiter? Ich habe trotzdem keine Ahnung, wo ich weiterkomme. Ich bin gleich wirklich wieder am Anfang. Ich habe auch irgendwie die Befürchtung, dass ich gleich wirklich beim Anfang wieder rauskomme. Beziehungsweise da, wo der Schleim ist, müsste ich gleich rauskommen. Habe ich die Truhe schon? Nein, die habe ich noch nicht. Ach, ich bin ja noch gar nicht direkt da beim Ausgang. Ich bin noch ein Viertel weiter zur Seite. Da ist schon wieder die Möglichkeit. Ja, das ist ja richtig doof. Da oben ist aber auch nichts, ne? Ach, verdammt. Bestimmt kann ich hier oben irgendwo rein. Nö. Hä? Hilfe! Hier ist irgendwas Schleimmäßiges. Da kann ich doch durch. Jetzt ist nur die Frage. Ist hier irgendwo ein Auge? Nö, ne? Komme ich da einfach durch? Nö. Kann ich das mit einer Bombe kaputt machen? Nö, kann ich da einfach durchschießen? Um vielleicht das Auge zu treffen. Ne, die Pfeile bleiben, glaube ich, auf dieser Seite stecken. So, jetzt habe ich die gute Frage. Wie komme ich jetzt trotzdem weiter? Und keine Ahnung. So, dann geht's halt mal wieder weiter. Naja, irgendwann kommen wir hier schon wieder raus. Sind so viele. Alter, ich habe da jetzt voll mit gerechnet, dass das wirklich ein Schatz ist. Drecksviech. Ich habe mich so erschrocken gerade. Ich habe damit nicht gerechnet, dass das halt kein echtes Viech ist. Also kein echter Schatz ist. Boah. Das war doch nicht dein Ernst, Viech. Diese ganzen Sackgassen hier sind alle so verdächtig. Aber das ist alles so fake-mäßig.
Aber ich glaube, so langsam sind wir auf jeden Fall richtig falsch. Also richtig falsch. Hilfe! Ich habe mich komplett verlaufen. Ich habe keine Ahnung. Ich hätte mir echt mein komisches Labyrinth-Prinzip machen sollen. Rein theoretisch ist es relativ simpel, in einem Labyrinth sich nicht zu verlaufen. Oder zumindest nicht ständig an der gleichen Stelle wieder rauszukommen. Das ist nämlich, man musste eigentlich nur immer an einer Wand laufen. Das heißt, man sucht sich am Anfang die linke oder die rechte Wand aus und folgt quasi immer dieser einen Wand. Und dadurch kann man sich eigentlich nicht verlaufen. Aber irgendwie habe ich mich verlaufen. Hallo. Ich habe noch nicht mal meine Ahnung, wo wir hergekommen sind. Wenn man jetzt ja auch noch irgendwo oben reinklettern muss und so, dann ist das echt ein bisschen zu. So, jetzt bin ich wieder am Anfang angekommen. Jetzt probiere ich mal einfach hier über das rüber zu klettern, über das Glibberzeugs. Mal gucken, ob dahinter irgendwas ist. Jetzt komme ich hier mal runter. Oh, da ist immer noch so viel von dem Zeug. Und da ist nämlich ein dickes Auge. So. Ist das Auge nämlich weg. Und jetzt können wir hier zumindest von der Seite in den Schrein reingucken. Da unten ist gleich schon mal ein Schatz. Und ohne Witz, jetzt kommen wir hier wahrscheinlich weiter. Und wir finden gleich mal 300 Rubine. Das heißt, im Endeffekt hätte ich hier von vornherein einfach nur lang klettern können. Ach ja, und ich laufe einfach dreimal irgendwie kreuz und quer durch dieses ganze Labyrinth. Wie nervig. Bin ich aber irgendwo, wo ich noch nicht war? Okay, das ist einfach nur Sackgasse hier alles. So, jetzt müssen wir natürlich hier lang. Da kann ich auch nicht irgendwo rein, ne? So, da komme ich auch nirgendwo oben rein. Ich muss echt überall nach oben gucken. So. Ach, na toll. Jetzt bin ich einfach hier, jetzt kann ich einmal im Kreis da rumlaufen, was mir im Endeffekt auch überhaupt nichts bringt. Weil ich da trotzdem nicht reinkomme. Ach ja, da habe ich zwar den Schatz gefunden, aber es hat mir trotzdem nichts gebracht. Jetzt bin ich, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Zumindest sah es sehr danach aus. Und hier war ich definitiv noch nicht. Hier ist eine Treppe. Yes, ich bin auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Ich gucke jetzt nochmal kurz hier vorne. Ah, da dürfte eigentlich auch nicht viel sein. Hier geht es auch noch wieder überall weiter. Nö, hier ist alles Sackgasse. Da geht es auch nicht weiter. Cool, bin ich auf dem richtigen Weg. Ich musste bei dem einen Gang mit der Fackel nämlich nach links abbiegen. Und dann konnte ich da weiter. Da habe ich vorhin nicht geguckt, weil ich dachte, das ist genauso wie bei der anderen Seite. Eine Sackgasse. Okay. Da darf ich, glaube ich, nicht runterfallen. Ne, das ist der Weg, wo ich schon lang konnte. So, jetzt müssten die alle weg sein. Bisschen Schleimgelee. Und jetzt können wir hier nämlich das Teil rausziehen. Ich weiß gar nicht. Komme ich hier wieder hoch? Ja. Ging es hier noch weiter? Ja, da ging es auch noch weiter. Hm.
Und da bin ich jetzt nämlich beim Schrein angekommen. Dann da oben ist nämlich das Gitter, wo ich vorhin drinne war. Ach so, jetzt bin ich hier. Und dann dürfte da unten noch ein Schatz sein oder so. Ah. Ein Ritterschild. Schon wieder. Davon habe ich ja auch nicht schon 5 Stück oder so mittlerweile. Nö. Tja. Das war eine schwere Arbeit. Ich glaube, wir haben jetzt eine halbe Folge nur damit verbracht, hier dieses Teil zu suchen. Und ich glaube, da oben ging es irgendwo rein. Naja, erstmal machen wir kurz den Schrein. Das wird garantiert wieder so eine Kampfherausforderung sein oder so. So, es ist... Ach, gar nichts. Das ist ganz cool. So. Und wieder irgendeine Waffe. Eine Barbarenhose. Ach, wie nice. Da haben wir schon mal das Oberteil und die Hose. Das heißt, es fehlt nur noch die Kapuze. Das ist richtig nice. Stimmt, wir haben in dem anderen Schrein nämlich auch, im anderen Labyrinth haben wir nämlich auch das Oberteil gefunden. Vielleicht gibt es da noch ein drittes Labyrinth. Würde ich jetzt einfach mal schätzen. Und das ist echt nervig. So, ich werde das Ganze natürlich ein bisschen zusammenschneiden. Denn ansonsten ist das einfach viel zu lang, was wir hier drin an Zeit verbracht haben. Also, ich habe ja echt 3 Jahre gebraucht, um dieses Teil zu finden. Das war schon echt nervig. Ich möchte jetzt trotzdem gerne mal wissen, was passiert, wenn man da oben weiterkommt. So, jetzt hier rauf. Jetzt könnte man gleich darüber fliegen. Da oben ist doch bestimmt noch irgendwas. So, was ist hier? Natürlich eine geheime Schatzkammer. Ach, wie nice. Einmal Topaz. Ein Saphir. Und ein Rhodonit würde ich tippen. Ja. Ach, wie nice. Cool, cool, cool. So, das war's dann auch hier endgültig. Wir haben echt eine komplette Folge gebraucht, um hier reinzukommen. Also echt mega heftig. Und ich habe schon so ein paar kleine Sachen weggeschnitten. Beim nächsten Mal werden wir uns dann aber auch wieder auf den Weg machen und dieses Gebiet hier verlassen. Das machen wir dann später irgendwann. Wir werden natürlich probieren, hier zu den anderen beiden Titanen hinzukommen. Und ja, mal schauen, was wir da so erleben werden, was wir dafür machen müssen. Die sind ja recht nah beieinander. Und ja, mal gucken. Bis zum nächsten Mal und immer schön fruchtig bleiben. Ciao.